Ja, willkommen zurück. Wir haben ein kleines Holzproblem. Das ist nicht so geil. Gefällt mir nicht. Aber wir haben ein paar Trommler. Das ist quasi die. Das sind quasi die Leute, die uns insgesamt alles schön Berserk-Modus geben. Das ist gut. Aber wir brauchen allerdings auch ein paar Leute, die kämpfen. Dafür müssen wir. Aber, der Handwerker hat... Okay, der Handwerker hat jetzt hier irgendwie... Hä? Ist ja auch in unserer Gruppe. Achso, die bekommen alle im Umkreis. Achso, ist ja geil. Selbst die Handwerker. What the fuck? Also, im Endeffekt können wir die Handwerker auch zum Kämpfen benutzen, weil die werden ja auch verstärkt. Okay, das ist cool. Sofort. Mir nach. Und los. Check. Mir nach. Oder? Vorwärts. Wollen wir? Zur Ehre Aonies. Komm wieder zu mir. Zurück. Mir nach. Vorwärts. Hinter und los. Folgt mir. Vorwärts. Und check. Zum Angriff. Tod den Feinden! Zurück! Folgt mir! Diese Bogenschützen! Folgt mir! Die meinen es ernst! Das ist Krebs! Diese Bogenschützen gehen gar nicht! Die meinen es ernst! In die Schlacht! Nicht zurückweichen! Sofort! Mir nach! Und los! Zur Ehre Aonies! Tod den Feinden! Diese beschissenen Bogenschützen, ganz ehrlich. Da müssen wir einfach mal reinrennen. Aber das Ding ist, dass wir da nicht einfach so reinrennen können. Ja! Haben wir Trommler verloren? Ich glaube nicht, ne? Problem? Problem ist... Bin schon auf halbem Weg. Problem ist jetzt dummerweise... Auf mein Kommando. Wir brauchen hier noch... Ich würde da jetzt gerne reinrennen. Aber wir werden so sterben. Komm wieder zu mir. Wir produzieren nochmal Einheiten und dann rennen wir da einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Oder? Beziehungsweise ich save dann einfach mal. Und dann lade ich einfach neu, wenn es nicht klappt. Voll öde eigentlich, aber komm, ganz ehrlich. Doch doof. Man muss auch ein bisschen ausprobieren. Wir haben jetzt aber auch echt nicht so das. Die ganzen. Das ist einfach auch ein bisschen problematisch gerade. 25 Leute, das ist echt nicht so ganz geil, ne? Eigentlich so ein paar Ork-Arbeiter, die wir nicht benötigen, so. Wo wir momentan echt sagen, ein bisschen so... brauchen wir nicht. Die können da mitkämpfen. Das wäre nicht... Eigentlich wäre das ganz... Wäre es geil, weil ich meine, wir brauchen ja wirklich momentan keine Ork-Arbeiter. Wo sind die Gegner? Ja. Kriech. Kriechen dir in den Arsch. Das
Problem ist halt einfach, dass alle sofort ankommen und dieses... Okay, wir machen das folgendermaßen, wir rennen da rein. Die Leute, die hier jetzt sind, die müssen wir leider als Kanonenfutter nutzen. Wir werden so viele Trommler verlieren, die halt einfach so geil sind, aber wir haben einfach kein Holz mehr. Das ist einfach das Problem. Aber, ich muss immer meinem Hauptcharakter den Fernkampf-Berserker-Modus anschalten. Okay, machen wir das einfach mal. Wir tryen das jetzt. Folgt mir! Vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Los! Die meinen es ernst! Kämpft, Männer! Ja! Die meinen es ernst! Ein Gegenangriff! Für den Orden! Mir nach! Kämpft, Männer! Nicht zurückweichen! Machen die da auch was? Ich glaube, die sind gerade ein bisschen dumm, ne? Clanbrüder zu mir! Folgt mir! Schnell! Ein Gegenangriff! Für die Freiheit! Tod den Feinden! Kämpft, Männer! Tod den Feinden! Sofort zum Angriff! In Deckung! Die meinen es ernst! Auf mein Zeichen! Haben wir noch keine Leute verloren? Echt noch nicht? Das wird sich gleich ändern. Die meinen es ernst. Auf mein Zeichen. Aber wir haben echt noch nichts verloren. Ja, machen wir die jetzt mal fertig. Sofort. Rein sofort. Wir müssen sofort da rein, weil vorwärts. Genau, die kommen nämlich neu jetzt. Sofort da rein stürmen. Nicht zurückweichen. Noch kein Berserk-Mode. Für den Orden. Ein paar Leute bitte. Ich schon mal das Gebäude wegmachen. Auf meinen Befehl. Ein Gegenangriff. Ja, gut, das ist gut, dass ich nochmal trommeln. In Deckung. Folgt mir. Nee, bitte alles Gebäude. Nicht zurückweichen. Schnell. Gut. Das ist ein Hinterhalt. Reicht das fürs... Und los. Das die ist ja. Nicht zurückweichen. Tod den Feinden. Komm, schnell nochmal Berserk-Mode. Hinterkopf. Dann nehme ich hier nochmal ein bisschen was. Hier! Schnell! Tod den Feinden! Für die Freiheit! Nee, bitte nochmal hier. Nicht zurückweichen! Nein! Oh, scheiße, das dürfen wir nicht machen. Die hier müssen wir. In Deckung! Auf mein Kommando. Für die Freiheit. Die meinen es ernst. Clanbrüder zu mir. Ja, das Lager haben wir ausgerottet. Die meinen es ernst. Ein Gegenangriff. Hui! Clanbrüder zu mir! Und wir haben noch Trommler. Die meinen es ernst. Für die Freiheit!
Clanbrüder zu mir. Das ist super. So, machen wir Berserk-Mode an. Ja. Nicht zurückweichen. Für die Freiheit. Ah, dann kann sie nämlich noch mal ein bisschen mithelfen hier, das schnell wegzumachen. Tod den Feinden. So. Die Linien müssen halten. In Deckung. Für die Freiheit. Ein Gegenangriff. Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Wir haben noch zwei Trommler. Nee, gar nicht. Wir haben. Wie viel? Wir haben diese aufgesplittet. Wir haben eigentlich vier Trommler. Und können eigentlich jetzt nochmal. Hier, schnell. So. Okay, wir haben es jetzt erstmal geschafft. Dieses Lager hier auszurotten. Da oben haben wir jetzt aber noch eins. Das heißt, da müssen wir auch nochmal hin gucken. Aber vorwärts. Das Lager hat jetzt erstmal hier. Brennt auch noch. Brennt ein Turm? Warum brennt hier ein Turm? Gut, das Ding ist, wenn ich mich jetzt ein bisschen so sofort zur Erkundung jetzt zurückziehe. Vorwärts. Vielleicht kann ich nicht mit meiner Armee losziehen. Bereit. Auf mein Kommando. Das ist natürlich auch noch so ein Ding, ne? Fand's ja voll geil, wie wir einfach am Anfang nicht verreckt sind, ne? Das war schon echt gut. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken. Das wird eine Map sein, mal wieder, die ein bisschen länger dauert. Weil wir da nicht einfach durchrushen werden. Was ist denn da jetzt los? Was kommt denn... Ja, genau. Ich glaube, es hackt. Was schickt uns denn da noch irgendwie so ein unbekanntes Lager entgegen? Woher kommen die? Irgendwoher müssen sie kommen. Irgendwoher kommen die. Das heißt, wir müssen das Lager, was uns jetzt die ganzen Einheiten schickt, die müssen wir jetzt hier irgendwie fertig machen. Aber woher kommen die? Lassen wir die erstmal ankommen. Das ist ja öde. Bam, badam, bam. Auf bam, mein bam, Kommando. Bam, 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 bam. Ja. Auf meinen Befehl. Trommel, ja. Trommel, Trommel. Zur Ehre Aonies! Schwerträger! Macht Aua! Ein Gegenangriff! Ja, wir müssen da irgendwie mal gucken, dass wir da jetzt mal... Da kommt ja nochmal was! Hä? Woher kommt denn das jetzt? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das Lager da unten wahrscheinlich. Oh, wie... Ach. Was zum... Auf mein Zeichen. Und los. Ihr wollt Rache? Bekommt die Rache. Für den Orden. In Deckung. Auf mein Zeichen. Zum Angriff. Komm, Bruder, zu mir. Den Orden. Die meinen es ernst. Ein Gegenangriff. Also. Ich weiß nicht, welches Lager uns das jetzt geschickt hat, aber irgendein Lager hat das getan. Mir nach. Halte die Map mal im Auge. Folgt mir. Mir nach.
Hier! Okay. Haben wir denn hier noch... Wo ist denn unser Eisen? Neunundzwanzig. Und die Schmelze. Produziert da nicht noch Eisen, die Schmelze? Ja. Die produziert noch. Zu den Waffen. Geil. Krieg. Krieg. Wo sind die Gegner? Es riecht nach Krieg. Auf mein Zeichen. Sofort. Nee, warte mal. Hier da. Brrr. Jawohl. Geh mal dahin. Bereit. Folgt mir. Folgt mir. Da kommen sie nämlich wieder her. Die nächste Armee. Hat schnell. Nicht geklappt mit einem Kleriker, müssen gleich zwei schicken. Scheiße, er war auch, ey. Mir nach. Das ist problematisch, weil da schicken die nämlich. Da ist irgendwie auch noch ein Gebäude. Ach, von. D. Achso, das ist. Achso, das ist nur ein Gebäude. Die schicken doch bestimmt hier gleich auch welche los. Ich kann doch so nicht arbeiten. Oh, Leute. Ich hab ja Blut. Ja. Das geht doch so nicht. Es so greift da an, Leute. Für den Orden. Und los. Attack. Auf mein Kommando. Kann leider in diesem ganzen Getummel nichts sehen. Das ist ein bisschen blöd. Ein Gegenangriff. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Zu mir. Wir müssen einfach so schnell wie möglich irgendwie die Leute ausrotten, die uns da die ganze Zeit irgendwelche Leute nachschicken. Das ist so ein bisschen das, was wir jetzt da machen müssen. Schnell! Sofort! Zum Angriff! In Deckung! So schnell wie möglich. Kämpft, Männer! Vorwärts! Den rotten wir jetzt auch, glaube ich. Lager da oben aus. Sofort. Oder? Ach, ich weiß nicht. Und los. Ich weiß nicht, ob das Lager da oben uns Leute geschickt hat. Schnell. Eigentlich müssen wir nach da hinten. Schnell. Sofort. Schnell. Mir nach. Ich weiß nur nicht, ob die da schicken. Ob die hier das losschicken. Oder ob... Das müssten die doch sein, oder? Die schicken doch da bestimmt was los. Warte, wenn da jetzt... Warte. Warte. Nein. Wenn da jetzt... Ja! Ich glaube, das Lager schickt wirklich Leute los. Mir nach. Ja, nee, dann müssen wir hier mal kurz knallhart... Mir nach. Mal hier kurz rein da. In die Schlacht. Attack. Ja. Vorwärts. Ein Gegenangriff. Zum Angriff. Clanbrüder zu mir. Der Trommler, der wird sterben, oder? Was denn der Trommler da? Nein, der Trommler wird natürlich nicht sterben, weil er klug genug ist, ihn abzuhauen. Clanbrüder zu mir. Was macht ihr da? Vorwärts! Schnell! Tod den Feinden! Und los! Mir nach! Und los! Ja! Yeah. Und los! Ja! Yeah. Da unten haben wir Verbündete. Ja. Yeah. Die Rote Legion, der... Noch Verbündete. Noch unsere Kumpels. Okay, wenn wir ja wirklich da was machen wollen, da oben, weil scheinbar das Armeelager ist under attack. Schnell!
Und er schickt uns Einheiten. Folgt mir. Vorwärts. Und oh, das gibt's doch nicht. Es schicken uns beide mir. Natürlich Lager-Einheiten. Sofort. Für die Freiheit. Klamm wieder zu mir. Das ist Kacke. Die meinen es ernst. Schnell! Sofort! Mir nach! Mir nach! Und los! Vorwärts! Schnell! Zum Angriff! Für die Freiheit! Klamm, Brüder, zu mir! Ein Gegenangriff! Ein Gegenangriff! Klamm, Brüder, zu mir! Welt, wieso Questbuch aktualisiert? Kämpft, Männer! Tod den Feinden! Für den Orden! Zur Ehre Aonirs! Die meinen es ernst! Für die Freiheit! Klamm, Brüder, zu mir! Für die Freiheit! In Deckung! Wir haben nur 25 Leute. Nicht zurückweichen. Unsere Trommler leben noch. Schnell. Sofort. Ein Gegenangriff. Sofort. Mir nach. In Deckung. Mir nach. In die Schlacht. Nicht zurückweichen. Tod den Feinden. Sofort. Was machen die denn da? Warum? Scheiße, wir müssen sofort nachproduzieren. Wir haben noch hier noch ein paar Möglichkeiten nachzuproduzieren. Nein. Dahin. Und los! Ja, sie wollen sich rächen! Folgt mir! Ich glaube, es hackt! Vorwärts! Hinterkommen! Folgt mir! Zur Ehre Aonirs! Tod den Feinden! Ich glaube nicht, dass sie das macht! Da kommen wieder Leute von oben, ich sehe das schon. Vorwärts! Für die Freiheit! Brüder, zu mir! Also von da oben, da waren auch wieder Leute. Rote Legion hat da noch ein paar Leute in Angriff. Da ist Sir Donnerhorn. Sofort. Was dem angeht, ich weiß nicht. Bereit. Aber irgendwas hat sich da in der Quest aktualisiert. Deswegen will ich mal gucken, was da passiert ist. John Fallon von Asheim, ja, das ist der Typ, den wir langsam gleich mal ansprechen sollen. Amun müssen wir. Ja. Und Wolf und Drache.
Sucht den Weg zur Verteidigung mit unseren Schwächen. Dann haben wir noch irgendwie Reset. Der da. Okay, deswegen hat es aktualisiert. Gut, da müssen wir natürlich noch die Türme hier am besten wegmachen. Das müssen wir noch machen. Und da kommt doch hier wieder eine Armee an, oder? Wieso kommen die jetzt auf einmal von da oben? Aber das ist gar nicht so schlecht, wenn die von da oben kommen, weil dann können wir nämlich... hier lang gehen, hier alles ausräuchern. Und wenn die dann hier kommen, dann fangen sie einfach hier vorne auch noch mit ab. Das ist ganz gut, wenn sie von hier oben kommen. Aber warum nicht? Das machen wir. Fangen wir sie ab. Die meinen ja scheinbar zu uns laufen zu müssen. Ach, kleines Haupthaus kann nicht mehr geupgradet werden. Wir haben hier noch ein mittleres Haupthaus irgendwo hingebaut, oder? 100. Ja. Ab 1000. Ja gut, das ist machbar. Die Schmelze, die macht auch einen guten Job, muss man sagen. Also da kriegen wir kontinuierlich immer schön ein bisschen was dazu. Das reicht auch eigentlich erstmal, wenn wir so weiter agieren. Das Problem ist nur das Holzproblem. Das haben wir ja immer noch. Aber wir haben hier unten nämlich noch Bäume. Hier unten haben wir ganz viele Bäume. Das heißt, wenn wir hier alles ausräuchern, dann theoretisch das Lager, was da ist, noch ein bisschen, ne? Damit wir die ein bisschen safen. Dann könnten wir das Holzproblem wieder lösen für eine Weile. Ja. Nee, Leute. Die Aufnahme ist jetzt vorbei. Wir werden erst beim nächsten Mal gegen die kämpfen. Glaubt ihr aber selber nicht. Okay, also wir sehen uns beim nächsten Mal und dann schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Also wir haben scheinbar gerade echt, also wir haben eins der größeren Probleme erstmal gelöst. Sag ich mal, dieses Lager, das große Lager da oben. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich wichtig ist, dass wir das besitzen. Ich denke mal schon, weil sonst kriegen wir wahrscheinlich den Splitter nicht. Aber ich denke mal, das Lager da oben, bis wir eigentlich soweit sind, das Lager, das Hauptlager da oben von denen anzugreifen und zu vernichten. Ich glaube, wenn wir soweit sind, dann haben wir auch unsere Holzprobleme eigentlich wieder im Griff. Dann sollte das kein Problem sein, mit den Leuten da anzugreifen. Dann schauen wir mal, wie das so wird. Ich denke, das kriegen wir hin. Und dann... Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.